Hallo und herzlich willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Wir sind gerade vom Glausberg gekommen und sollen uns jetzt aufmachen zum Dorf McNeil. Und ich kann gerade meine Charaktere nicht wechseln. Um dort mal zu überprüfen, wie die Dorfbewohner jetzt auf uns reagieren. Jetzt, wo wir die Nuhe besiegt haben. Und ich würde sagen, da machen wir uns gleich mal auf den Weg. Fängt mit einem Kampf ja gleich gut an. Ja, war nur ein kleiner blauer Gu. Ich glaube, die muss ich nicht rausschneiden. Ich denke, die bleiben dann drin. Okay, wir wissen, hier hinten war noch ein Säckchen. Das durfte ich nicht vergessen, weil da ist bestimmt was richtig Gutes drin. Ammoniak, das ist tatsächlich ziemlich gut. Ammoniak braucht man nämlich, um seine verstorbenen Verbündeten wiederzubeleben. Also wie die Phönixfeder aus Final Fantasy. Die kurzen Kämpfe werde ich nicht rausschneiden. So viel Zeit haben wir dann doch alle. Die paar Sekunden. 2 XP, Ray Level Up. 5 Mana. Aber 4 Kraft, das ist gut. Kraft kann ich immer gebrauchen. Ich kämpfe viel mit Autofight, damit ich dann für die Bosskämpfe noch genug Mana habe, damit wir nicht gewiped werden. Das wäre nämlich schlecht, weil dann dauert nämlich alles länger. Und das möchte ich vermeiden. Oh, und wenn ich einen Goblin sehe, muss ich dringend lernen, wie ich die anderen befehlige. Aber hier gibt es keine Goblins mehr. Sind alle ausgestorben über den Winter. Ja, was ist passiert seit der letzten Aufnahme? Eigentlich nicht viel. Ich habe die ersten paar Videos hochgeladen. Ich habe jetzt 5 Videos hochgeladen seit der letzten Aufnahme und muss noch ein bisschen was schneiden. Hab noch keine Ahnung, wie wir jetzt weitermachen. Wir spielen einfach mal drauf los und gucken, was passiert. Jetzt müssen wir da, genau, jetzt sind wir rechts von Banyans Haus, das ist ja da drüben. Und auf nach McNeil. Ich will von hier reinkommen. Hallo Leute, let's go, ich bin wieder da. Liebt mich, bewerft mich mit Blumen, schenkt mir Essen. Wo sind alle? Ist ja seltsam, keiner hier. Dabei habe ich doch gesagt, dass wir heute in die Stadt kommen. Du hast was? Was? Ich wusste, du würdest prahlen. Ich wusste es! Ah! Da kommen die Leute. Warum wirkt es so bedrohlich? Warum hat er eine Sichel? Sollten wir uns Sorgen machen? Oh Gott, dein alter Mann! Ja, ich komm schon! Bin schon gleich da! Ja, ich auch! Aber selbst der Typ oder die gute Dame aus der Hütte unten im grünen Umhang ist da. Hey Thibaut, was geht hier ab? Ich weiß nicht. Hey Ray! Oh? Stimmt das, was man sich erzählt? Ihr drei habt die Nuhe getötet? Ja, klar. Nun, ja. Was? Was Banyan gesagt hat, ist also wahr? Das heißt also, ihr habt eure Leben riskiert für uns? Ja. Ich denke, man kann es so ausdrücken. Also sind die uns jetzt dankbar, oder nicht? Gut gemacht! Offensichtlich sind sie uns dankbar. Yes! Scheint, als hätten wir euch unterschätzt. Tut uns leid und wir sind euch dankbar. Ja, das sind wir. Hätten wir geahnt, wie ihr wirklich seid. Nun, dann... Ihr braucht nun nicht mehr zu stehlen. Wir geben euch reichlich zu essen. Ihr braucht uns nur zu fragen. Wenn man den Leuten hilft, helfen sie einem auch? Was für ein seltsames Konzept! Hey, das ist ja mega cool. Wie fühlt ihr euch jetzt so als Helden? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich echt wichtig. Und wieso kommt er so bedrohlich auf uns zu? Alles macht mir Angst. Gleich tretende Typen.
Gürstreik. Hoho, ihr Jungs habt mir echt imponiert und ich meine das ernst. Ich heiße Loki. Aha, Loki, so wie der nordische Gott. Ich glaube, ihr seid Helden, ne? Das Dorf gerettet, ja? Ja, ihr drei seid wahre Helden. Ja, wahrhaftig. Ja, ihr habt einiges geleistet. Ich meine, ihr habt Nuhe getötet. Und zwar im Nu, ha? Was kein anderer je geschafft hätte. Das ist es. Da ihr so stark seid, bitte ich um eure Hilfe. Ich meine, jetzt wo wir den Dorfbewohner geholfen haben, können wir ihm auch noch helfen. Klar. Oh, ihr helft mir? Ich wusste, dass ihr es tun würdet. Die Straße runter ist eine Farm mit einer kleinen Hütte. Du meinst die Hütte, in der wir dich kennengelernt haben? Ja, genau die. Ich treffe euch dort später, okay? Dann also abgemacht. Warum trägt er eigentlich immer eine Kapuze? Muss das sein? Wir haben Geld, wir können uns ausrüsten. Wenn ich es schaffe, mit dem alten Mann zu reden. Ihr wollt einige Waffen und was darf es danach doch sein, hä? Ich hätte gerne komplette Ausrüstung für alle. Ich würde fast sagen, der Bronzesäbel ist besser, weil auf eine Geschwindigkeit kann ich verzichten. Dafür kriege ich 2 Kraft bei jedem. Da bin ich dabei. Aber dann sind wir pleite. Vielleicht... Geld oder... Abwehr oder Schaden. Wir können ja mal... Männlich 6 Stück 2 Stoffschilder kaufen. Für Tipo und Ray. Damit die nicht mehr aus Stoff sind und auseinanderfallen. Und... Zwei Messing? 3 Messinghelme? Ja, 3 Messinghelme. Das passt dann schon. Tipo braucht eigentlich wirklich keine bessere Waffe, der kann ja eh zaubern. Und die anderen zwei werden schon klarkommen. Oder? Ach komm, wir kaufen unserem Hauptcharakter einen Bronzesäbel. Dann gleichen wir seine natürlich niedrige Angriffskraft ein bisschen aus. Ach halt, ich kann die alten Sachen noch verkaufen. Ey, ihr wollt einige Waffen und was darf ich auch noch sein? Ja, ich würde gern verkaufen. Kauf meinen Müll. Spitzhut. 15. Wow. Das hat sich ja gelohnt. Die Flügling ist auch nichts wert. Die Bänder können wir noch verkaufen. Wurm, das schwere Karo. Angeln müssen wir unbedingt auch mal. Teller. Ich habe einen Teller. Scheint kostbar zu sein. 15. Woo! Wetterhahn, Beeren, Molotow, Ammoniak. Ammoniak behalte ich auf jeden Fall. Irgendwelche Heil-Items brauchen wir jetzt auch nicht. Wir sind auch voll geheilt. Wir müssen nicht ins Gasthaus, wenn ich mich recht entsinne. Voll, fast voll und voll voll. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal. Ja, wir gehen gleich runter. Ich glaube nicht, dass noch irgendjemand was für uns will oder was für uns hat. Die war ganz am Ende der Straße, die Hütte. Wow, der ist ja richtig am Chillen. Oh, sieht hier jetzt anders aus, weil jetzt Frühling ist. Wir waren das letzte Mal im Herbst da. Und ich kann nicht mehr mit der Vogelscheuche reden. Schade. Dabei hatten wir so ein gutes Gespräch. Nicht schlecht, wirklich, Mann. Nun müsst ihr im Dorf eure Gesichter nicht verbergen. Was machst du Produktives? Außer rauchen? Nichts, ganz genau. Wir sind froh, dass das Monster weg ist. Keiner geht mehr ans Essen und Getreide. Es bleibt wieder nicht viel übrig, weil McNeils Steuern fast alles auffressen, was für ein Leben. Achso, Punkt. Naja. Satzbau nicht meine Stärke sein. Nun, was wollt ihr? Ich denke, ihr kennt die Geschichten schon. Nun, die über Herrn McNeil? Nein. Welche Geschichten? Dass er schäbig und gierig ist? Nun, von der Sorte gibt es viele Leute. Ja, aber nun, glaubt ihr nicht, dass McNeil ein wenig, nun, zu gierig ist? Ha?
Was du sagen willst, du möchtest, dass wir Helden alles zurückstellen sollen? Falls ihr die Steuergelder klaut und sie den Leuten zurückgebt? Das wird uns noch beliebter machen, nicht wahr? Dann macht ihr es also? Oh, ich danke euch von Herzen. Dann keine Zeit verlieren, ihr solltet heute Nacht gehen. Heute Nacht, jetzt direkt, sofort. Okay. Diese Nacht. Ach, wie süß, er schläft. Tipo übt noch ein bisschen. Oh, ist Tipo etwa ein bisschen aufgeregt? Es ist Nacht. Lasst uns gehen, kommt! Okay, von mir aus. Die haben gerade die Mauer repariert. Es wird nicht einfach sein, reinzukommen. Aber für Leute eures Schlages wird das kein Problem sein, oder? Ich weiß ja nicht. Okay, auf geht's, Jago Ray! Ja, Tipo ist sofort dabei bei einer Dummheit. Ich meine, bei einem heldenhaften Raubzug wie bei Robin Hood. Okay, da oben ist das Anwesen. Wir trennen uns und suchen nach einem Weg hinein. Seid vorsichtig, ihr zwei. Also geht er alleine, ja? Ja. Hey, Leute, hallo? Ich will nicht alleine hier rumlaufen. Es ist dunkel, es ist gruselig. Oh, er ist hier. Gibt's hier was zum Erbeuten? Vitamin, perfekt. Hä, hey, die neue Mauer? Ich glaube, sie liegt nördlich von hier, aber ihr kommt so nicht rein. Die Handwerker haben perfekte Arbeit geleistet, ne? Ne? Oh, denk Knoblauch. Oh, ich liebe Knoblauch. Hm. Knoblauch ist das Beste auf der Welt. Na, wie Zwiebeln. Kann Knoblauch und Zwiebeln zu fast jedem Essen dazu machen. Hm. Ein Traum. So, hier. Ja, die Bauarbeiter haben ganze Arbeit geleistet. Sieht man kaum, dass die mal kaputt war. Was ist los? Etwas gefunden? Ach, die waren beide unten zusammen unterwegs, oder was? Hey, ist das nicht die Mauer, an der sie gearbeitet haben? Hm. Ich möchte wissen... Oh, oh. Ray! Ha? Ha! Sogar mit Voice Acting. Super. Meinst du es natürlich besser. Welten besser. Bist du okay? Ist das denn zu glauben? So viel zu den tollen Reparaturarbeiten, sag ich doch. So hatte ich das nicht geplant, aber ich nutze jede Chance, die ich bekomme. Okay, auf geht's. Gut. Auf geht's dann. Jetzt darf ich wieder spielen? Ah. So, ich erinnere mich, dass hier irgendwas war. Da vorne ist schon ein Wachmann, das ist schon mal nicht gut. Ich denke, hier war... Wer bist denn du? Ich versuche hier einzubrechen. Sag bitte den Wachen nichts, okay? Der Mann gibt dir 50 Zenny. Cool. Sweet, danke. Vielleicht können wir den ausnutzen, der lenkt die Wachen irgendwie ab. Mal schauen. Wer ist da? Oh, es ist ja nur Ray. Hm? Hey, wenn du Noah getötet hast, dann habe ich wohl keine Chance gegen dich, richtig? Du bist ein echt cleverer Junge. Wir gehen rein, okay? 50 Zenny. Ah, deswegen bekommen wir 50 Zenny. Ich glaube, wir hätten gar nicht mehr genug gehabt. Oder doch, ich habe ja verkauft. Ja klar. Danke. Unser Gehalt ist nicht gerade üppig, weißt du? Geht ruhig rein, ich habe nichts gesehen. Ladelalala. Okay, der ist aber nicht bestochen, also gehen wir hier lang. Können wir den jetzt irgendwie erpressen nochmal? Ich werde dir nichts mehr geben. Okay, dann gib mir nichts. Ist hier irgendwas versteckt? Nein, keine Secrets. Wir gehen oben lang. Außerhalb der... Da ist auch jemand, der guckt. Wieso liegt hier eine Geldbörse? Gut, dass ich X spamme, wenn ich irgendwas entlang laufe. Du fandest die Börse. Cool, können wir jetzt Aktien kaufen.
Ich weiß, dass irgendjemand seine Geldbörse vermisst. Warst du das? Halt! Ist, was ich sagen müsste, aber wenn ihr rumschnüffelt, wo ich nichts sehe, juckt mich das nicht. Danke, lieber Tutorial-Wachmann. Bist du auch ein Tutorial-Wachmann? Offensichtlich. Hey, da ist ja meine Geldbörse. Ich hab sie schon überall gesucht. Ah, danke. Ich sollte das echt nicht tun, aber da ihr meine Geldbörse gefunden habt, werde ich euch durchlassen. Das ist nett von dir. Das heißt, hier unten geht's nicht lang? Oder gibt's hier noch mehr zu finden? Oh! Okay, ich glaube, die Leute mit Laternen sind tatsächlich suchende Wachmänner. Oh, schnell vorbei, schnell, schnell! Okay, da oben kann ich nicht lang. Außer er dreht sich irgendwann um. Oh, gut, dass die nicht die Leute sehen, die ich dabei habe, sondern nur meinen Hauptcharakter, sonst wären wir schon längst aufgeflogen. Okay, langsam und leise hier lang. Da ist eine Glocke. Oh! Ha? Huh? Oh, Sequenz. Kann mich nicht bewegen. Ey, Zeit aufzuhören! Oh, Schichtwechselglocke. Ach so. Ach so. Okay, das war ja einfach. Aber warum kann ich nicht einfach hier lang gehen? Ist hier noch eine Glocke? Nee, ist nix. Okay. Versteckt sich hier einer? Nein. Versteckt sich da hinten einer? Auch nicht. Okay. Gut, dann schleichen wir wohl da lang, wo der Wachmann gerade war, der jetzt Feierabend gemacht hat. Da steht auch noch einer, der beschützt die Treppe. Ist hier hinten vielleicht ein Secret? Nein. Keine Secret. Keine Secrets im Garten des Bürgermeisters. Oh. Übrigens, hier auf dem Gelände gibt es einen meiner Lieblingsbosse. Ich weiß nicht. Wenn ich euch hier durchlasse, sieht es so aus, als machte ich meinen Job nicht richtig, oder? Naja, du machst deinen Job nicht richtig, du sitzt da und rauchst, also. Ich hasse es, dich das zu fragen, aber glaubst du könntest zum Tor gehen und den Hund, der sich dort befindet, loswerden? Hund loswerden? Seht diesen Weg! Es wird aussehen, als sei der Hund schuld, nicht ich, ne? Bitte, bitte. Das ist ja ein Ding. Glaubt man es denn? Die sind alle nur eine Bande von Hängern. Von Hängern? Sie sind einfach nur alle strunzfaul. Pass auf den Hund auf, okay? Okay. Oh. Ich habe die Katze dabei. Und ich muss gegen den Hund kämpfen. Das ist ein richtiger Streuner. Wieso ist der gelb, beziehungsweise orange? Gut, Ray ist auch gelb, also sollte ich mich nicht beschweren. Es ist falsch, sich an einem kleinen Hund zu vergreifen. Tipo, der ist dreimal so groß wie du. Bitte. Würdest du dasselbe sagen, wenn er dich in den Hintern gebissen hätte, als du über die Mauer geklettert bist, Tipo? Er hat einen Punkt. Lieber das als eine weitere Nuhe. Los, tun wir's! Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Sollte euch das Video gefallen haben, dann schaut doch auch mal in meine anderen Let's Plays vorbei und denkt immer daran, euren Buffel zu füttern. Ciao!